Auf den ersten Blick ist dies nur ein Stück Winterwald, hoch im schwedischen Norden. So weit nördlich, dass man früher dachte, hier sei das Ende der Welt. Die Böden sind karg, die Fichten klein, der Schnee bleibt fast das ganze Jahr liegen. Und doch ist der Wald von Girjas Meer. Für das alte Volk der Samen und ihre Rentiere ist er Heimat. Wie sehr die Samen mit ihrem Wald verbunden sind, merkt man bei Matti Berg. Einem Mann, der fast körperlich leidet, wenn er in die Großstadt muss. Berg ist Chef von Girjas, einer Kooperative von Rentierbesitzern bei Kiruna. Er hat sein Leben lang hier in der Ödnis gelebt. Doch die Gerichtsprozesse haben ihn immer wieder in die ungeliebten Städte gezwungen. 10 Jahre lang hat er dort gestritten und bis zum obersten Gericht die Sache seiner Leute vertreten. Es ging um die Jagd- und Fischrechte. Vor Wochen kam das sensationelle Urteil: Nicht der Staat, sondern die Ureinwohner dürfen bestimmen, wer künftig auf ihrem Gebiet jagen und fischen darf. Alle sollten doch zufrieden sein. Ein Urteil, das zeigt, dass sich sogar ein normaler Mensch gegen den Staat durchsetzen kann. Aber längst nicht alle finden das Urteil richtig. Matti bekommt nach dem Urteil immer wieder wütende Anrufe. Die schwedischen Jäger sehen ihre Felle davonschwimmen. Jagen und Fischen ist die große Leidenschaft der Menschen hier oben. Viele Jäger haben Angst, dass wir Samen jetzt den Wald dicht machen. Aber das werden wir nicht. Doch erst kommen die Rentiere, dann die Samen und dann die anderen. Manchmal hängt die Wut auch direkt mit den Rentieren zusammen und mit ihrem enormen Platzbedarf. Das merkt man, wenn man sich auf den Weg durch das Gebiet der Samen zu Lars Ola Janok macht. Rentiere schaffen es jederzeit, den Verkehr auf Null zu bringen, auch auf der Europastraße 10 der Hauptverbindung. Es gibt etwa 300.000 von ihnen in Schweden und nur Samen dürfen sie besitzen. Lars Ola Janok ist gerade damit beschäftigt, die Einjährigen zu füttern. Rentiere sind sehr genügsame Tiere, aber ohne eine Extraladung Moos und Flechten täglich würden sie es nicht durch den Winter schaffen. Die Schneedecke ist vereist, die Pflanzen darunter unzugänglich. Janok ist Vorsitzender der Kooperative in Jokkmokk, der Hochburg der Samen. Als er neulich Rentiere in ein anderes Gehege umquartieren wollte, stoppte ein Auto. Der Fahrer brüllte aus 20 Metern Entfernung: Wenn du hier deine Rentiere rauslässt, dann erschießen wir sie. Was sind das für aggressive Leute, dachte ich. Das Letzte, was er sagte: Wenn ich einen von euch Rentierzüchtern allein im Wald treffe, dann erschieße ich ihn auch. Da habe ich wirklich Angst bekommen. Immer wieder werden Rentiere erschossen. Ihre Besitzer bekommen eine kleine Entschädigung, aber das Unbehagen bleibt. Rassismus kennen wir. Was hat mein Vater sich alles anhören müssen, gerade hier in der Nähe der großen Minen in Kiruna und Jeliva? Aber seit dem Urteil kommt der Hass richtig hoch. In Wahrheit geht es nicht nur um Rentiere und ihre Weidegründe. Die Samen haben das Pech, dass sie auf einem Land leben, das viele Begehrlichkeiten weckt. Wichtige Rohstoffe gibt es hier, noch hat der Staat das Sagen, wer sie abbauen darf. Wo die Samen wohnen, liegen die wahren Schätze des Landes. Erz, Wald, Wind- und Wasserkraft, Holz, alles gibt es hier. Der Staat will das gerne ausbeuten. Für einen Samen wie Matti Berg sind auch die Windräder, nicht weit von seinem Haus, auf einer alten Abraumhalde, zuallererst ein Störfaktor. Ein Stück Industrie, das die Ruhe stört und die Rentiere verunsichert. Der versteckte Kampf um die Bodenschätze im Gebiet der Samen beginnt jetzt erst richtig. Tröstlich zu wissen, dass sie dabei neuerdings das Recht auf ihrer Seite haben.